Hallo, meine Lieben! 2022 hat uns ja nun verlassen und deshalb möchte ich euch noch ein gesundes neues Jahr wünschen. Das heutige, relativ kurze Video möchte ich gerne dafür nutzen und euch eine Übersicht darüber geben, was ihr im Laufe des Jahres von mir erwarten könnt. Heute in einer Woche wird es wieder meine sonntäglichen Formate geben und wir starten mit den nächsten Folgenzusammenfassungen von Digimon Tamers. Als ich diese Folgen das letzte Mal geschaut habe, oje, das war schon eine ganze Weile her und ich muss es einfach gestehen, dass ich Digimon Tamers dieses Mal in einem komplett anderen Licht sehe. Näheres dazu wird es zwar erst in meinem Review-Video geben, aber man muss es einfach erwähnen, wie viele unglaublich emotionale Momente Digimon Tamers eigentlich hat, wenn man der Staffel eine Chance gibt. Aber ich freue mich auch schon drauf, wenn wir uns die vierte und die fünfte Staffel nochmal näher ansehen. Zwar sind zwar noch einige Erinnerungen gerade an der vierten Staffel da, aber der fünften Staffel hatte ich damals so gut wie überhaupt keine Beachtung geschenkt. Aber dafür haben wir ja auch dieses Format. Einerseits kann ich so die ganzen Folgen mal nachholen und euch damit gleichzeitig unterhalten. Weiterhin plane ich, dass es auch noch mehr Videos über die Fabelwesen und die verschiedensten Mythologien geben soll, weil ich an diesen Themen auch selbst sehr, sehr interessiert bin. Und hier gilt auch nach wie vor, wenn ihr möchtet, dass ich eine bestimmte Mythologie oder ein Fabelwesen vorstelle, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren vermerken. Und natürlich wird es auch zu meinen Let's Play von Digimon Survive weitergehen. Am Anfang war es für mich noch sehr, sehr ungewohnt, eigene LPs zu machen, aber ich muss es gestehen, dass ich mittlerweile total viel Spaß daran gefunden habe und ihr könnt euch sicher sein, dass es das ein oder andere Let's Play von mir in der Zukunft auf jeden Fall auch geben wird. Und für mich steht auch schon fest, mit welchem Spiel es nach Digimon Survive weitergehen soll. Und tatsächlich werde ich dafür in einen etwas anderen Bereich gehen. Mein Freund hat es nämlich geschafft, mir die Gothic-Reihe schmackhaft zu machen, die damals leider an mir vorbeigegangen ist. Aber jetzt bin ich so neugierig geworden, dass ich mir das Spiel auch mal näher ansehen möchte. Es wird also komplett blind sein. Es hat diejenigen von euch, die das Spiel vielleicht schon kennen, bestimmt die ein oder andere Szene zum Schmunzeln finden werden. Und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt darauf, was mich dort erwarten wird. Aber natürlich soll es auch mit den Digi-News weitergehen. Zuletzt soll es nochmal um meine Digimon Adventure Fangeschichte Verloren in der Dunkelheit gehen, die ich seit 2017 unter dem Namen Sarafinae auf fanfiction.de veröffentliche. Einige von euch wird es vermutlich überraschen, aber mein festes Ziel für 2023 ist es, dass meine Geschichte in der zweiten Jahreshälfte einen Abschluss finden wird. Ihr braucht euch aber wirklich keine Sorgen darüber zu machen, dass ich komplett mit dem Schreiben aufhöre, denn es wird natürlich das genaue Gegenteil der Fall sein. Ich habe immer noch so viele Ideen im Kopf und ich liebe das Schreiben so, so sehr, dass ich auf keinen Fall damit aufhören werde. Mehr dazu wird es aber erst geben, wenn ich meine Fangeschichte beendet habe. So, meine Lieben, das war soweit erstmal mein Fahrplan, aber es gibt auch noch eine letzte Sache, die ich unbedingt loswerden möchte. Und das ist einfach ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön für euer ganzes Feedback, für eure Interesse an meinem Kanal und natürlich für eure ganz, ganz vielen aufmunternden Worte, die mir natürlich sehr, sehr viel bedeuten. Und ich hoffe einfach, dass ich euch noch sehr, sehr lange mit meinen Videos unterhalten kann. Natürlich bedanke ich mich auch bei meinem Agumon, der... Ich habe Hunger. Aber ich bin gerade noch beim Aufnehmen. Ich habe Hunger. Ihr hört's, der Kleine wird es wohl nie lernen. Ich werde dann also mal unseren kleinen Nimmersatt versorgen. Macht ihr euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.